Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu meinem heutigen Thema. Mein heutiges Thema heißt Mobbing oder unsensibles Verhalten. Wenn der Arbeitsplatz zum Kühlschrank wird. Ja, ich hoffe, hier ist sehr weiß und sehr hell in meinem Hintergrund. Aber gefühlt erlebe ich noch keinen Kühlschrank. Ja, ich mache es jetzt hier gerade ganz witzig, aber so witzig ist das Thema nämlich nicht. Warum ist es nicht so witzig? Das werden Sie im folgenden Video hören. Und für diejenigen, die sich in der staatlich anerkannten ATA-Ausbildung, OTA-Ausbildung oder aber auch in der Pflegeausbildung sich befinden, ist es ein gern gesehenes Prüfungsthema, nämlich in der mündlichen Prüfung. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Willkommen zurück. Ja, wenn Ihnen das zusagt, was ich hier leiste und umsetze auf meinem Kanal und die Informationen, die ich hier so streue im Bereich der Gesundheitsfachberufe, ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich unterstützen und meinen Kanal abonnieren. Selbstverständlich freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn Sie auch noch einen Kommentar schreiben möchten, freue ich mich umso mehr darüber. Die meisten Kommentare beantworte ich selbstverständlich umgehend oder in meinem Zeitraum, wo es mir möglich ist, dann auch entsprechend zu antworten. Aber jetzt zum Thema. Ja, Mobbing kommt ja aus dem Englischen und wird abgeleitet to mob. Mob ist anpöbeln, angreifen, bedrängen, über jemanden herfallen. Und der Mob ist Gesindel, Bande, Pöbel und steht im engeren Sinne für Psychoterror am Arbeitsplatz. Ja, Mobbing oder unsensibles Verhalten. Ja, hier muss man jetzt ja nun differenzieren, wann sprechen wir denn von Mobbing und wann ist es ein unsensibles Verhalten, wo jemand mal ein Fettnäpfchen tritt und sich vielleicht unschön oder grenzüberschreitend ausgedrückt hat. Und hierzu gibt es Kriterien zum Thema Mobbing und die Kriterien müssen entsprechend auch erfüllt sein. Ja, was sind denn so die Kriterien? Zunächst einmal muss es ein Verhaltensmuster geben. Das heißt also, Mobbing sollte systematisch sein, wiederkehrend sein, mit einem Ziel, jemanden aus dem Unternehmen herauszuekeln oder eben halt herauszudrängen, ihn dann entsprechend zu schikanieren. Ja, was geht weiter? Weiter gilt neben dem systematisch wiederkehrend und einem Ziel, sind die sogenannten negativen Handlungen und die negativen Handlungen können vielfältig sein. Also da lässt die Kreativität keine Grenzen zu. Ne, es kann Anpöbeln sein, es kann aber auch Handgreiflichkeiten sein, es können Zerstörungen sein, wie zum Beispiel die Reifen von jemandem kaputt zu stechen. Ja, es kann aber auch etwas sein, was subtil ist, wie zum Beispiel Informationsvorenthaltung, dass Menschen eben halt bewusst keine Informationen durch Strukturen und Abläufe bekommen und sie dann quasi ins offene Messer laufen. Ja, was ist beim Mobbing noch als Kriterium wahrnehmbar? Oftmals sind es auch ungleiche Machtverhältnisse. Ja, es kristallisiert sich immer ein Täter heraus und es gibt auch immer ein Opfer. Ungleiche Machtverhältnisse muss aber nicht nur in der Struktur, in der Hierarchie liegen, ne, Vorgesetzte als Täter gegenüber von Mitarbeitenden. Ungleiche Machtverhältnisse können aber auch sein, dass zum Beispiel viele gegen einen. Ja, und oftmals schaffen sich Täter, die sogenannten Mobber, auch gerne Sympathisanten, um eben halt die Maßnahmen, die der Täter letztendlich umsetzt, durch Mitläufer, Sympathisanten entsprechend unterstützt zu bekommen. Ja, ungleiche Machtverhältnisse haben wir gesagt, wir haben negatives Verhalten gesagt, wir haben gesagt, dass es ein Ziel gibt, das systematisch und wiederkehrend erfolgt. Das ist schon mal kennzeichnend. Ja, Mobbing braucht auch einen gewissen Zeitrahmen. Man sagt also, bis zu 6 Monate sollten diese Attacken entsprechend dann auch anhaltend sein. Ja, diese Merkmale werden gerne gesehen, wenn man diese dann entsprechend reproduzieren kann und entsprechend auch erläutern kann.
Ja, aus dieser negativen Handlung und aus dem Zermürben und diese Schikane und der Psychoterror entwickelt sich immer auch ein Opfer, was dann entsprechend auch eben dann Merkmale entwickelt. Ne? Also diese typische Opferrolle und Merkmale für eine Opferrolle, da bin ich kein Freund von. Jeder kann betroffen sein. Da gibt es jetzt keine bestimmten Merkmale, nur ein Opfer wird durch die Schikanen, durch das Mürbemachen irgendwann dann entsprechend in einer Opferrolle sich entwickeln. Ja. Zusammenfassend die Merkmale vom Mobbing. Wir haben systematisch wiederkehrend, wir haben immer ein Ziel, wir haben negative Handlungen, wir haben ungleiche Machtverhältnisse, es entwickelt sich ein Täter- und ein Opferprofil. Und man muss dazu sagen, dass Mobbing am Arbeitsplatz mit negativen Handlungen entsprechend auch eine ja, Straftat entspricht und eine strafrechtliche Erscheinung darstellt. Ja, mit Nachstellung und eben halt entsprechende Verletzungen, Grenzverletzungen, Körperverletzungen, aber auch andere Verletzungen sind hier möglich. Ja, dann werden Mobbingarten noch differenziert. Es gibt unterschiedliche Mobbingarten, die man hier so sehen kann. Einmal das körperbetonte Mobbing, also körperliches Mobbing, wo es denn hier tatsächlich zu Handgreiflichkeiten kommt, zu Körperverletzungen kommt und zu körperlichen Übergriffen kommt. Dann gibt es das verbale und nonverbale Mobbing. Das heißt, hier finden Schikanen auf der verbalen Ebene statt. Ne, dass eben halt Beschimpfungen stattfinden, Beleidigungen stattfinden, Zuschreibungen stattfinden, die vielleicht nicht wahr sind, aber auch eben halt nonverbal durch Körpersprache deutlich signalisiert wird, dass man von der Person entsprechend nichts hält oder diese Person dann eben halt mobbt. Augenrollen, Stöhnen, ne, wenn zum Beispiel in einer Teambesprechung jemand etwas von sich gibt. Ja, eine weitere Mobbingart ist Cybermobbing. Ne? Im World Wide Web ist vieles möglich. Ne? Die sogenannten Hater, die eben halt entsprechend ein negativ kommentieren oder eben halt entblößen im Internet, nachstellen im Internet und entsprechend dann eben halt auch Unwahrheiten, Lügen über jemanden dann eben ja, kundtun und auch veröffentlichen, um jemanden entsprechend zu schädigen. Ja, dann gibt es noch eine Sonderform, sexualisiertes Mobbing, was eben halt dann auch eben halt auf sexueller Ebene Anzüglichkeiten, unsittliches Berühren, Grenzüberschreitungen, ja, Grenzverletzungen im Bereich der Intimsphäre, der körperlichen auch Situationen, wie zum Beispiel am Po fassen oder entsprechend streicheln oder jemanden festhalten und nötigen. Das können dann im sexualisierten Bereich dann auch eine Mobbingart darstellen. Genau, jetzt stellt sich die Frage, kann man einen Prozess beobachten, wenn Menschen eben halt zu einem Opfer werden und dann im Rahmen von Mobbing schikaniert werden? Ja, kann man denn sogenannte Phasen feststellen und die kann man auch gut beschreiben. Also die erste Phase ist, da steht die Sachsituation in den Vordergrund. Das heißt, wir haben hier zunächst einen Konflikt. Und wie Sie vielleicht aus anderen Videos von mir erfahren haben, Konflikt, ne, kommt aus dem lateinischen Conflictus, Verb ist confligere und bedeutet Zusammenstoßen, Zusammenprallen von unterschiedlichen Meinungen, Haltungen, Bedürfnissen und so weiter, wobei eine Person hier dann auch immer eine Beeinträchtigung erlebt. Genau, also zunächst steht die Sachsituation, die Sachlage, ein Konflikt im Vordergrund. Ja, irgendwann wird so ein Konflikt dann auch abgelöst in der zweiten Phase und hier beginnt dann auch der sogenannte Psychoterror. Dann tritt nämlich die Sachsituation, die Sach- und die Information in den Hintergrund und die Person mit ihrer Persönlichkeitseigenschaft und Struktur tritt dann eben halt in den Vordergrund, ne? Also das heißt also, das Problem, was eigentlich auf der Sachebene da war oder da ist, tritt in den Hintergrund und die Person tritt eben halt in den Vordergrund und wird hier auch zum Fokus gemacht und entsprechend dann auch schikaniert. Dann entwickelt sich auch sogenannte das Opfer heraus aus der Situation.
In der dritten Phase, da eskaliert die Fallsituation weiter. Ja, die gemobbte Person steht jetzt ja nun im Fokus und wird immer wieder auch attackiert. Die gemobbte Person wird mürbe gemacht. Das Selbstvertrauen sinkt. Und dementsprechend wird man auch eine Unsicherheit erleben. Und dann, wenn Unsicherheiten zutage kommen und man stets im Fokus steht und alles hundertprozentig und perfekt machen möchte, dann passieren selbstverständlich auch Fehler. Und diese Fehler werden durch den Mobber, also Täter, der natürlich auch gerne wieder genutzt, um eben halt zu signalisieren, ah, schaut her, ne, also da passieren ja ganz viele Fehler. Das heißt, meine Meinung und Haltung gegenüber der Person ist ja richtig, ne, die kann nichts, die ist nichts, die weiß nichts und die schadet nur das Unternehmen. Das heißt also, diese Fehler, die gemacht werden und selbstverständlich gemacht werden und jeder von uns machen würde, würde der Täter dann auch noch zusätzlich nutzen, um seinen perfiden Plan noch weiter entsprechend auszubauen und gegebenenfalls in der Situation auch noch andere mit ins Boot holen, weil die ja dann auch erleben und sehen, ja, die Person hat einen Fehler gemacht oder die Person ist unsicher, sie ist nicht mehr souverän in ihrem Gebiet, was sie da tut, hat der Täter doch, also das wird so bewusst nicht wahrgenommen, dass es ein Täter ist. Aber hat die Person vielleicht doch recht mit ihren Annahmen und Meinungen gegenüber der Person? Und so werden oftmals denn gerne auch Sympathisanten geschafft. Das heißt, auch die Anspannung vom Opfer steigt immer und immer mehr. Ne? Also der Verlust zur Erholung, der Verlust zur Entspannung rückt immer näher. Das heißt, die Person befindet sich im Dauerstress, Daueralarm. Und der Stress über einen längeren Zeitraum kann sich auch chronifizieren. Und gesundheitlich ist natürlich so eine Person auch maximal angeschlagen und stellt sich dann auch irgendwann selbst durch das Mürbemachen in Zweifel. Das ist eine ganz furchtbare Situation. Die nächste Eskalationsstufe ist dann sogar so weit, dass die Person dann tatsächlich, also der Täter, in der Eskalation es geschafft hat, dass die Person kündigt und sich aus dem Unternehmen entfernt. Oder eben halt die Person gekündigt wird, weil eben halt so viele Fehlersituationen sich entwickelt haben. Ja, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber es kommt so weit, denn in jeder Organisation, in jedem Betrieb ist durchaus Mobbing auch gegeben. Das heißt also, man sollte sich davor nicht verschließen, sondern durchaus mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Denn Mobbing findet überall da statt, wo Menschen dann auch in Zusammenarbeit sind und kann passieren. Und jeder Mensch kann auch betroffen sein. Ja, wer ist das typische Mobbing-Opfer? Nach meinem Empfinden gibt es kein Opfer. Denn die Person ist gut in dem meistens, was sie da tut. Und ein Stück weit wird die Person auch gern gesehen, wahrgenommen und sogar vielleicht auch bewundert, auch vom Täter bewundert. Nur der Täter nimmt das als solches nicht wahr, sondern erlebt diese positiven Eigenschaften auch gerne mal als Bedrohung. Und dann muss er ja tätig werden, der Täter, weil die Bedrohung für seine Tätigkeit, für sein Ansehen, für seinen Status im Betrieb, in der beruflichen Tätigkeit, ja, bedroht ist. Und durch diese Bedrohung fängt der Täter dann an, ja, systematisch sich für sein Opfer dann auch zu interessieren und dann wiederkehrend Attacken umzusetzen. Das Schlimme ist ja auch für so ein Opfer, dass man denkt, es ist alles gut und man leistet seinen Job täglich, so gut wie man es kann. Und man erntet vielleicht auch Bewunderung und Lob. Und plötzlich kommen aus dem Nichts heraus unerwartet diese Attacken. Ja, das macht dann schon was mit einem. Das bringt einen zum Überlegen und das macht auch eine gewisse Verunsicherung. Ja, was sind denn die Folgen von so täglichen Angriffen, Schikanen, Übergriffe, Grenzüberschreitungen, Beleidigungen, Informationsvorenthaltungen? Ja, Folgen machen letztendlich das, was ein Opfer auch entsprechend ausmacht und wie wir uns das vorstellen. Das Opfer beginnt sich zu isolieren, sich zurückzuziehen, die Dinge mit sich selbst auszumachen und entsprechend dann auch nicht mehr nach außen zu kommunizieren. Also Rückzug, sozialer Rückzug, soziale Isolation fängt oft an. Auch Interessen im privaten Bereich gehen zurück. Man begibt sich denn in sich und macht ganz viel in seinen Gedanken.
Katastrophisierung, kreisende, grübelnde Gedanken. Dadurch entwickelt sich natürlich auch eine hohe Anspannung. Ne? Also die Grundanspannung steigt durch die Angriffe immer weiter, gibt es sogenannte Spitzen auf der sogenannten Grundanspannung und das Level der Anspannung ist so hoch, dass man sich dann in einer stressigen Situation befindet. Und wie Sie gelernt haben in meinen Videos zum Thema Stress und Belastung, kann ich auch gerne hier nochmal verlinken, auch gern ein gesehenes Prüfungsthema, kann sich so ein Stress chronifizieren. Das heißt, wir haben einen Daueralarm, der Sympathikus ist stets aktiviert, die Stresshormone werden permanent ausgeschüttet. Ja, und daraus folgen natürlich auch Ängste, Befürchtungen, Ängste. Und diese Befürchtungen und Ängste, diese Emotionen haben natürlich auch immer mit Körperreaktionen zu tun und dann entsprechend werden dann auch Körperreaktionen gebildet durch die Sympathikusaktivierung. Und manchmal können dann diese Körperreaktionen dann auch als bedrohlich eingestuft werden. Wenn das denn der Fall ist, können sich sogar auch Erkrankungen, psychische Erkrankungen daraus entwickeln. Ja, wie zum Beispiel die sogenannten Angst- und Panikstörungen. Was können sich aber auch entwickeln, sind depressive Störungen, also reaktive Depressionen, ne, durch die Lebenssituation entsprechend verursacht. Ja, und im besonders üblen Fall und in besonders heftigen Fällen kann das natürlich auch zu suizidaler Handlung führen, sodass die Person sich in der Verzweiflung, in der Isolation dazu hinreißen lässt, aufgrund von Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit, natürlich auch zu suizidalen Handlungen dann Hände bewegen kann. Das ist schlimm und kann auch sehr üble Folgen haben. Weitere Folgen natürlich auch für den Betrieb, muss man sagen, kann sich so ein Mobbingprozess im Betrieb auch sehr stark negativ auswirken. Das heißt jetzt gerade im Gesundheitswesen, ne, also kann durchaus auch eine Bedrohung sein für die Patienten. Das heißt, wenn eine Person mürbe gemacht wird, schikaniert wird und sich unsicher fühlt in dem, was sie tut, passieren selbstverständlich auch Fehler. Aber es kann auch so weit gehen, dass der Täter so perfide ist, dass er am Patienten zum Beispiel Infusionslaufraten manipuliert oder andere Dinge manipuliert, sodass denn das Opfer entsprechend dann in die Situation hineinrutscht, zum Beispiel im Rahmen einer Übergabe und dann wird festgestellt, dass gewisse Dinge gar nicht laufen, nicht gelaufen sind oder eben halt manipuliert und verändert worden sind. Und hier erleidet ein Patient einen Schaden. Weiterhin muss man sagen, die Produktivität und die Teaminteraktion und das Wir-Gefühl, was ja so ein Team auch bilden soll, um produktiv sein zu können, lässt natürlich nach. Das heißt also hier ist der Arbeitsauftrag, bestmögliche Versorgung von Menschen im Gesundheitswesen, rückt in den Hintergrund und die Streitereien und die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des Teams treten dann in den Vordergrund. Und das kann ja nicht sein, weil eigentlich sollte ja auch der Patient im Fokus stehen. Ja, welche möglichen Tipps gibt es, um eben halt die Situation zu bewältigen oder mit der Situation umgehen zu können? Ja, der erste Tipp im Allgemeinen ist, dass man sich eingesteht und sagt, ja, ich werde schikaniert, ich werde systematisch fertig gemacht. Das ist über einen längeren Zeitraum der Fall. Ich bin mürbe gemacht worden, ich bin in meinem Selbstvertrauen unsicher geworden, ich bin ein Opfer. Diese Erkenntnis lässt einen denn dazu verleiten, diese Rolle auch zu verlassen. Denn oftmals ist die Opferrolle dadurch gekennzeichnet, dass die Menschen passiv alles über sich ergehen lassen und die Zeit heilt alle Wunden, viele Übergriffe auch ignorieren, nicht wahrnehmen und entsprechend dann in diese Haltung der passiven Haltung übergehen. Passive Haltung, ne, das Schicksal anflehen, Zeit heilt alle Wunden, nicht hinschauen, ignorieren, sich isolieren, sind alles passive Haltungen, die nicht förderlich sind. Ja, wenn die Erkenntnis gegeben ist, dass mir das hier und gerade und jetzt passiert, ist es immer ratsam,
aktiv zu werden, nach außen zu gehen, Menschen mit einzubeziehen, die Opferrolle, die passive Haltung zu verlassen. Ja, und da ist es ganz wichtig, sich natürlich entsprechend auch Hilfe von außen holen zu können. Hilfe annehmen können ist eh schon immer schwierig. Hilfe bewusst einzufordern ist für manche Menschen auch schwierig. Aber es ist wichtig, die Opferrolle zu verlassen und nach außen zu gehen und Hilfe einzufordern. Ja, wo können Sie denn nun Hilfe bekommen? Ja, und da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Anlaufstellen. Ne? Ob es nun psychologische Beratungsstellen sind, die sich auch explizit mit der Thematik Mobbing am Arbeitsplatz auseinandersetzen. Auch hier kann man eben halt Gespräche einfordern und sich Hilfe holen. Ja, wenn Betriebe gut aufgestellt sind, haben sie auch einen Betriebsrat. Auch hier fühlt sich der Betriebsrat zuständig zum Thema Mobbing im Betrieb und sollte auch hier entsprechend Beratungsangebote dann eben halt geben. Wo es keinen Betriebsrat gibt, ist in der Regel der Fall, dass dann eine Mitarbeitervertretung eben halt gewählt ist oder diese sich entsprechend darum kümmert. Ja, dann kann das hilfreich sein, wenn nicht gerade der Vorgesetzte der Täter ist, sich an die Vorgesetzten zu wenden, im Gesundheitswesen denn die Teamleitung einer Station oder eines Fachbereiches, die Heimleitung oder die Pflegedienstleitung oder Pflegedirektion, dass man denn hier eben halt persönliche Gespräche führt. Ich persönlich bin kein Freund davon, mit dem Täter in ein Vier-Augen-Gespräch zu gehen und versuche mit ihm die Situation zu klären. Ich bin ein großer Freund davon, sich gleich jemanden zu holen, der als neutrale Person, als Vermittler oder als Hörender eben halt in dem Gespräch anwesend ist. Denn oftmals nutzt der Täter eben halt diese Gespräche auch, um für sich weitere Informationen einzuholen, um sie dann gegen das Opfer zu verwenden oder eben halt in dem Gespräch aufzuzeigen, siehst du bist ganz schwach, es macht was mit dir, du bist das Problem und du bist fehlerbehaftet. Das heißt also hier würde ich das nicht empfehlen, mit dem Täter in ein Vier-Augen-Gespräch zu gehen. Wenn ich von Täter übrigens spreche, meine ich natürlich auch die Täterin. Denn auch es gibt weibliche Täter im Bereich von Mobbing und nicht nur männlich. Aber Sie wissen, was ich meine. Also ins Gespräch zu gehen ist da ganz, ganz nicht schön, sondern nur mit einer neutralen Person, die mithört und auch das Ganze miterlebt. Ja, in ganz üblen Fällen ist es auch manchmal sehr ratsam, einen Rechtsbeistand aufzusuchen, denn wie am Anfang schon gesagt, ist Mobbing ja nun auch eine Straftat, hat einen Straftatbestand, Nachstellung, Körperverletzung, Beleidigung und so weiter und so fort. Und hier ist es mal durchaus möglich, mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufzunehmen, um entsprechend einen rechtlichen Beistand zu bekommen. Ja. Ja, der nächste Aspekt ist, Sie sind ja in der Nachweispflicht, dass Sie gemobbt werden. Ja, was soll man tun? Ja, wie jedem bekannt ist und oftmals das auch im Unterricht ja so formuliert wird, soll ein Mobbing-Tagebuch geschrieben werden. Was bedeutet denn ein Mobbing-Tagebuch? In diesem Mobbing-Tagebuch sollen diese negativen Handlungen, die passieren, um mich zu schaden, mich zu schikanieren, auszugrenzen, dokumentiert werden. Und hier ist es eben halt ganz wichtig, dass Sie Datum, wann hat die Situation stattgefunden, zu welcher Uhrzeit hat die Situation stattgefunden, welche Überschrift möchte ich der Situation geben und wer war eigentlich an dieser Situation alles mit beteiligt. Ja, was haben Sie denn hier zusammen? Sie haben einmal den zeitlichen Raum zusammen, Sie haben die negativen Handlungen beschrieben und Sie haben mögliche Zeugen aufgezählt, die an der Situation teilgenommen haben oder anwesend gewesen sein können, um gegebenenfalls juristisch eben halt gegen auch vorzugehen. Ja, dann auch ein weiterer Aspekt. Mobbing bezieht sich oftmals bei den Betroffenen und Opfern nicht nur auf den Arbeitsplatz und die Arbeitsumgebung, sondern oftmals hat Mobbing auch enorme Folgen tatsächlich, auch im Privatleben. In der familiären Situation kann das enorme Folgen haben. Das heißt also, hier kommt man auch immer wieder mit Problemsituationen von der Arbeit nach Hause. Die Emotion, die man von der Arbeit nach Hause bringt, ist ja auch nicht die beste. Man ist erschöpft, man ist mürbe, man ist gereizt. Das überträgt sich auf das familiäre Umfeld.
dann gibt es oftmals für Menschen, die betroffen sind von Mobbing, auch nur noch ein Thema, nämlich die Arbeit. Und das kann eben halt auch sehr zermürbend sein für das familiäre Umfeld. Oft erleben Opfer auch so etwas wie zum Beispiel, dass sich Freunde von einem distanzieren und entfernen, weil es macht ja nicht unbedingt Freude, mit einem Menschen über einen langen Zeitraum zu tun zu haben, der nur üble, kreisende Gedanken hat, die katastrophisierend sind und für entsprechend für das Opfer ja negativ sind. Und diese Belastung überträgt sich dann. Und diese Aussichtslosigkeit überträgt sich auch auf den Freundeskreis. Und hier meidet man dann oftmals auch das Opfer im Freundeskreis, weil dieser Mensch eine Belastung vielleicht auch darstellt und weil dieses Thema irgendwie aussichtslos ist und manche sich denken, ja, das Thema ist auserzählt. Und dementsprechend kann das passieren, dass eben halt sich Menschen sich auch abwenden. Und hier ist es ganz wichtig, tatsächlich das Familienleben auch noch weiter zu pflegen und auch Freunde zu pflegen und dass man eben halt aus der Isolation, in der man sich oftmals begibt, das ist auch bei vielen psychischen Erkrankungen der erste Schritt in die Erkrankung, soziale Isolation, Rückzug. Und hier ist es sehr sinnvoll, nach außen zu gehen und entsprechend dann sich dann auch mitzuteilen. Der nächste Aspekt ist beobachten. Nehmen Sie bewusst wahr, was um Sie herum passiert. Nehmen Sie wahr, notieren Sie das und evaluieren Sie das. Manchmal ist es sogar so, dass man schon vorausschauend gewisse Dinge erahnen kann, was vielleicht auf einen zukommt. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen so einiges über das Thema mitteilen und plausibel gestalten. Hier sind mehrere Bereiche zu erkennen in dem Thema. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben Mobbing definiert. Wir haben die Merkmale vom Mobbing aufgezeigt. Wir haben Mobbingarten beschrieben. Wir haben festgestellt, dass Mobbing vielleicht in Phasen ablaufen kann. Wir haben festgestellt, welche Folgen Mobbing für Betroffene, aber auch für das betriebliche Umfeld hat. Wir haben festgestellt, welche Tipps wir vielleicht umsetzen können, wenn wir uns in so einer Situation befinden. Was kann ich für mich tun, wenn ich betroffen bin? Ja, es sind viele Aspekte, die man eben halt nutzen kann. In der ATA- und OTA-Prüfung haben Sie ja 30 Minuten auch bis 45 Minuten Prüfung. Selbstverständlich wird nicht nur das Thema Mobbing ein Prüfungsthema sein. Und in der pflegerischen Ausbildung sind hier auch 30 Minuten bis Maximum 45 Minuten wird geprüft. Und auch hier ist natürlich der Kompetenzbereich nicht nur ausschließlich zu sehen im beruflichen Selbstverständnis oder Belastungssituation in der Pflegesituation, sondern es sind ja noch weitere Aspekte da in der mündlichen Prüfung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann, wie zum Beispiel auch Gesetze oder ärztliche Anordnung und Delegation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und ich wünsche noch einen schönen Tag.